Herzlich willkommen im wunderschönen Telto Flemming. Wir sind wieder mal in Ludwigsfelde und hier gibt es einen Rummel. Kirmes-Time in Ludwigsfelde. Und gestern beim Vorbeifahren habe ich mit meiner Süßen eine Wette abgeschlossen, dass wir die Ersten sein werden, die auf diesem Riesenrad fahren. Wir haben es jetzt 10 vor 2. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Komm mal mit. Sie glaubt es nicht. Ich sage ja, sie sagt nein. Ab zum Eingang. Das hat schon mal geklappt. Dann gucken wir mal. Oh. Da hinten sehe ich den Joe Probst. Das ist der Veranstalter. Den fragen wir mal, ob wir hier eine Runde drehen dürfen. Hallöchen! Uschi, wo bist denn? Kurze Frage! Jo, dürfen wir mal eine Runde Riesenrad fahren? Als erstes, ja? Einfach durch? Einfach durch, so einfach ist das! Na los! Ja, bist du mal gebrochen, oder? Bestes Wetter, es könnte nicht schöner sein für den Start, für die Schausteller, guten Appetit und natürlich auch für uns. Hi! Gutes Gelingen, toi toi toi! 13.55 Uhr, also 5 Minuten vor offiziellen Start und wir stehen vorm Riesenrad. Schauen wir uns doch mal Ludwigsfelde von oben an. Gucken aber erstmal, ob wir rinkommen oder raufkommen. Hallöchen! Wir würden gern als erstes Riesenrad fahren. Ja, machbar? Einfach durch, ja? Einfach durch. Ey, dafür müssen wir nachher aber Popcorn kaufen. Yeah! Heichel, wir würden gern Riesenrad fahren. Bei dir drin? Ja. Okay, danke dir. Yeah. Sind wir die Ersten? Ja. Wir sind die Ersten. Ja. Also offiziell hier. Er sagt, wir sind die Ersten. Dann stimmt das wohl. Besten Dank. So, Telto Flemming, besser geht's nicht. Und was sagst du jetzt? Wir sitzen drin. Jawolla! Wir sind die Ersten, die auf dem Riesenrad hier cruisen. Über den Dächern von Ludwigsfelde. Und ich sag mal so, ihr habt die Möglichkeit, vom 8. Oktober bis zum 17. Oktober hier mit den Rummel zu genießen. Kommt vorbei, Montags, Dienstags ist Ruhetag, die brauchen auch mal eine Pause. Und ansonsten ist Freitagabend jeweils Feuerwerk, Mittwochabend gibt es eine Feuershow und Donnerstag Familientag. Ich sag mal so, die Aussicht ist hervorragend und wir werden jetzt noch ein bisschen über den Platz laufen und die Fahrgeschäfte bewundern. Und da werden wir nochmal angeschoben hier.